Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen Adventskalender, und zwar den Body Shop, den kleinen blauen Adventskalender. Und den werden wir heute unboxen. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Und bitte, wenn euch das Video gefällt, generell, wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst doch bitte gerne ein Abo da. Das ist super, super lieb. Das freut mich jedes Mal, wenn wieder die Community ein bisschen wächst. Also gerne ein Abo da lassen. So, meine Lieben, der Adventskalender kommt so verpackt. Das heißt, hier drinnen kommt es in Boxen, wie bei den großen Adventskalendern. Man kann aber hier, ich mache das hier gerade, den so reinklappen. Dann diese Figürchen. Ich stelle das jetzt mal auf. Diese Figürchen kann man hier aufstellen. Und dann wird das bei den großen ist das automatisch und so. Und bei den kleinen muss man halt ein bisschen selber bauen. Aber dann hat man hier auch diesen Bucheffekt. Es gab ja diese Bücher immer, die diese Aufstellfiguren hatten. Also sehr, sehr schön. Auch dieser Adventskalender gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich finde ihn richtig, richtig cute. Bin jetzt super gespannt, was wir hier für Sachen drin haben. Plus die Body Shop Adventskalender sind ja auch teurer geworden. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was hier drin ist. Und ich würde sagen, ich habe den Adventskalender jetzt hier stehen und packe hier jetzt einzeln die Päckchen raus, weil sonst wird das ein bisschen schwer, sage ich euch so. Weil das ist so praktisch, dass wir das in so Päckchen haben. Und zwar die Nummer 1. Und hier steht natürlich immer eine Message drauf, genauso wie oben auf dem Adventskalender steht auch eine Message drauf. Richtig, richtig süß. Sehr, sehr, mit sehr, sehr viel Liebe. Ich finde die Body Shop Adventskalender großartig. Ich war jetzt auch mit dem Medium. Wenn euch das interessiert, verlinke ich das euch natürlich. Den Medium Adventskalender habe ich auch nicht getestet, aber ich habe ihn unboxed. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich liebe die Body Shop Adventskalender. Und bin sehr, sehr gespannt, wie dieser mir auch gefällt. Und den ganz, ganz großen, den habe ich für mich auch gehoben. Das heißt, das wird mein privater Adventskalender dieses Jahr. Ja, da freue ich mich schon. So, Nummer 1, was verbirgt sich? Aha, und zwar das Strawberry Shower Gel. Dieses Shower Gels, dafür ist natürlich Body Shop bekannt. Ich mag alle Gerüche eigentlich von der Body Shop und freue mich jetzt auch generell. Ich habe jetzt ganz viele solche kleine. Plus, ich finde die auch super cute zum Verschenken. Also auch zum Verschenken finde ich die auch sehr, sehr süß. Dann haben wir die Nummer 2. Hier haben wir die Nummer 2. Und gucken wir, was hier drinnen ist. Ich bin etwas verschnupft. Ich glaube, so geht es momentan vielen. Also der Herbst ist so ein bisschen überraschend gekommen. Es war so, so, so heiß. Und dann auf einmal ist es so kalt geworden. Oh, da haben wir die British Rose Hand Cream. Mag die super, super gern. Finde die super toll. Vor allem jetzt im Winter, wo jetzt eben die Hände trocken werden. Also ich muss jetzt wirklich, ich habe schon Winter gesagt, im Herbst, wo die Hände generell, also es wird jetzt kalt, man wird verschnupft. Und ich merke einfach, ich bin so ein bisschen angeschlagen. So wie viele von uns wahrscheinlich, weil wir so unerwartet in den Herbst gestürzt sind. Die Nummer 3. Gucken wir, was hier drinnen ist. Ah, super. Das haben wir nämlich noch gar nicht. Und zwar Born Lippy, diese Lip Balms. Die hat man ja sonst immer in diesen Adventskalendern in Massen bekommen. Ich hatte so, so viele auch davon. Und richtig cool. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier die Nummer 4. Gucken wir, was sich in der Nummer 4 verbirgt. Hier. Ist sehr, sehr leicht. Okay, ja genau, genau. Ganz klassisch diese Reinigungsschwämmchen. Ich finde die richtig praktisch. Ich benutze die immer gern, vor allem auf Reisen, wenn ich nicht diese Bürste mitnehme, für Scrub. Also dann nehme ich den Scrub und dann kann ich, also weil mit der Hand zu scrubben, nicht so angenehm. Also das wird dann ziemlich, ja, ich mag lieber da ein Tool dafür zu haben. Das war jetzt 4. Jetzt sind wir bei der Nummer 5. Das ist wieder etwas schwerer. Ich finde die Verpackungen jedes Mal super, super schön. Und wie ich immer dazu sage, die kann man super wieder recyceln, indem dass man sie einfach wieder benutzt, um Leute was zu verschenken. Das mache ich immer sehr gern. Und hier haben wir das Shower Gel in British Rose. Ja, auch das sehr, sehr cool. Wenn ihr euch fragt, warum sind meine Nägel unten so gelb und der ist auch abgebrochen. Self-Tan, meine lieben Leute. Self-Tan färbt eure Nägel. Also wenn ihr keine gelben Nägel haben wollt, don't use Self-Tan.
Ja, und ich habe momentan habe ich keinen Selfie mehr oben, aber ich werde sicher noch, weil ich habe einen, den ich aufbrauchen möchte und ich werde noch einmal die Nägel schön orange wieder färben. Dann haben wir jetzt die Nummer 6. Ich bin gespannt, was in der Nummer 6 ist. Gucken wir. Ist das noch ein Charger? Nein, es ist Facial Wash. Und zwar das Tea Tree Facial Wash. Glaube ich, dass ich das nicht habe. Sehr, sehr, sehr spannend. Möchte ich auf jeden Fall... Jetzt möchte ich es nicht fokussieren. Hello, hello, it's the Tea Tree Facial Wash. So. Das möchte ich unbedingt... Also, es klingt sehr, sehr spannend, ja. Ja, klingt spannend. Also, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich mag eigentlich Teebaumöl sehr, sehr gern. Dann haben wir die Nummer 7. Das ist so ein quadratisches... What is it? Ah, es ist eine Seife. Und zwar Cleansing Face and Body Bar. Also es ist gar nicht eine Seife jetzt für die Hände, sondern also Cleansing Face und Body Bar. Also sowas, was man in der Dusche ist, hat ja auch. Also Balea hat ja davon ganz, ganz viele. Ja, bin ich mal gespannt. Riechen tut es sehr, sehr frisch. Ich meine, ich bin ein bisschen verstopft in der Nase. Also ich rieche nicht so gut wie sonst, aber... Das kann ich auch, wenn ich ganz nah dran rieche, rieche ich es schon noch. Dann haben wir hier die Nummer 8. Gucken wir. Ich liebe es ja, Adventskalender zu öffnen. Und bis jetzt ist das erst mein dritter Adventskalender. Also es sind ja noch ganz, ganz viele, die ich noch vorhabe. Aber Österreich ist nicht so schnell wie Deutschland. Bei euch geht das schneller. Ich hoffe, ihr wollt es trotzdem alle Videos sehen. Dann haben wir von The Body Shop die Body Butter in Mango. Sehr, sehr cool. Ich liebe die Body Butters, ganz, ganz großer Fan. Richtig, richtig toll. Number 9 ist was Kleines, Leichtes. Gucken wir. Okay. Ist das jetzt eine Mini? Mini Handbomb, das ist aber wirklich cute. Muss ich dazu sagen, das ist ja wirklich süß. Ich zeige euch mal jetzt, dass ihr versteht, was ich meine. Ups, das ist die normale Handcreme und das ist jetzt die Mini. Ist das nicht süß? Ich finde das richtig putzig. Also ich meine, ja, ob das jetzt so, ob man so viel bekommt für sein Geld, I don't know, aber sie ist sehr, sehr cute. Also sie ist irgendwie süß. Die Shea ist auch ein Geruch, den ich sehr, sehr, sehr gut finde und der sehr neutral und gut riecht. Dann haben wir hier Nummer 10. Ich bin ja gespannt. Ah, und zwar haben wir eine Face Mask. Ich habe die persönlich noch nicht ausgetestet. Es kommt, Leute, es kommt. Es kommt auch die Pflegesammlung, es kommt, es dauert nur, es ist viel in Planung. Ich habe das, ich lese eure Kommentare, ich werde das alles unter einen Hut bringen. Wann ist eine andere Frage, aber ich mache es, versprochen. Nummer 11 und da haben wir das Shampoo in Shea, sehr, sehr süß. Ich hoffe, wir bekommen noch die Spülung, weil ich finde das an und für sich sehr, sehr praktisch, wenn man auf Reisen ist. Diese Mini-Shampoos und Spülungen finde ich super. Auch natürlich die Shower Gels. Also man möchte natürlich nicht eine riesen Flasche mitnehmen, weil das ist sonst... Ja, jetzt muss man vielleicht Übergewicht zahlen. Das will ja keiner. Nummer 12. Gucken wir. Es ist wieder etwas schwerer. Und es ist wieder... Ist es ein Shower Gel? Nein, jetzt bekommt man eben passend dazu von Shea den Conditioner. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Das finde ich super. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und darüber freue ich mich auch sehr, weil ich das wirklich sehr, sehr praktisch finde. Natürlich ist in diesem kleinsten Adventskalender viele, viele Mini-Größen drinnen, weil es natürlich der billigste ist. Jetzt haben wir Nummer 13. Oh, es ist schwer. Es ist noch ein Shower Gel und es ist noch ein Shower Gel in Pink Grapefruit. Das ist ein sehr, sehr spezieller Geruch. Mein Bruder mag den überhaupt nicht. Hat gesagt, er stinkt voll. Also, okay, haben wir jetzt die 14, das ist ein ganz, ganz kleines. Ist es irgendwas für die Lippen? Maybe, maybe. Es sieht aus wie ein Lip Balm, aber es möchte nicht aus der Packung. Es ist eben die Lip Butter in Strawberry. Ich habe mich ja schon wirklich gefragt, ob wir dieses Jahr auch wieder Lip Butters und so bekommen und sehr, sehr cute. Wirklich, wirklich süß. Als nächstes haben wir die Nummer 15. Hier haben wir übrigens keine Nummer 25. Also in dem mittelgroßen und in dem großen hat man bis 25 den Kalender. Und hier haben wir eben nur bis 24. Dann haben wir hier die Nummer 15. Und das ist ein Shower Gel in Mango. Natürlich viele, viele Shower Gels. Also ich hoffe, dass wenn man diesen Kalender sich geholt hat, dass man Shower Gel mag, weil sonst...
Ich finde es ein bisschen blöd, aber ich glaube, Shower Gel ist so ganz, ganz einfach. Ich glaube, das mag jeder und das ist wirklich so ganz einfach. Das ist etwas schwerer, aber sehr, sehr klein ist jetzt die Nummer 16. Okay, es ist ein Face Mask und zwar die Himalaya Coral. Von die habe ich auch schon in Massen. Finde die aber super. Das ist eine super tolle Gesichtsmaske. Ganz, ganz toll. Also ich möchte mir, schauen wir, ob ich bis nächstes Jahr überhaupt ein Backup oder beziehungsweise noch welche brauche, weil ich habe so viele Gesichtsmasken und vielleicht hole ich mir, wenn ich das brauchen sollte bis nächstes Jahr, hole ich mir vielleicht die in groß. Weil ich bin ein riesengroßer Fan. Ganz, ganz toll. Nummer 17 ist ein größeres Päckchen, aber dafür extremst leicht. Okay. Das ist natürlich etwas, was nicht alle haben wollen, aber ich freue mich. Ich liebe solche. Also, mir wurde zwar, ich finde das zwar richtig, ich finde die so cool. Ich mag sowas. Ich hoffe, die ist auch gut. Okay, ich kriege sie nicht einmal auf. So toll. Okay. Okay, sie sind ein bisschen schwer zu bedienen. Jetzt klinge ich sehr intelligent. Aber sie ist ein bisschen, sie ist hier ein bisschen hart. Also bevor man sie hier umkippt, ist es so, ist so ein bisschen hart. Also man muss fast hier gleichzeitig öffnen. Aber sonst finde ich es an und für sich, mag ich, finde ich praktisch. Das Design finde ich eigentlich recht okay. Ist jetzt nicht so, ich sage auch, oh mein Gott, so hübsch, aber... Die ich richtig hübsch finde, ist die von Catrice, diese Limited Edition Haarschwange. Ich liebe die. Da bin ich so froh, dass ich die gekauft habe. Die ist wirklich ein Hit. Aber finde ich, ist was Neues und eigentlich recht gut. Muss man natürlich etwas längere Haare haben, um das zu benutzen. Aber an und für sich mag ich es. Nummer 18. Jetzt gucken wir, was da sich verbirgt. Shower Cream in Almond and Milk. Wunderbarer Geruch. Also wie gesagt, duschen. Für die Dusche habe ich jetzt die nächsten Jahre Vorrat. Und dann haben wir, was war das jetzt? Das war die 18, oder? Genau, und hier haben wir die 19. Das ist wieder ein größeres Paket. Aber es ist nicht so schwer. Okay. Und zwar, das ist der Shower Scrub in British Rose. Den finde ich ja sehr, sehr spannend. Ich liebe Scrubs und finde ich für Reisen super. Super, super Größe für Reisen. Also dieser Adventskalender ist generell so ein, wenn man viel reist und Reisegrößen braucht, sehr, sehr praktisch. Das ist wieder ein super leichtes, die Nummer 20. Jetzt gespannt. Ah, okay. Und zwar haben wir da jetzt die Face Mask in Vitamin E. So sieht die aus. Auch. Sehr, sehr, sehr spannend. Mag ich auch sehr, sehr gern. Und hier haben wir die 21. Das ist so ein großes. Es ist recht schwer. Ich würde jetzt auch eine Seife tippen. Ich glaube, ich habe recht. Es ist die Shea Cleansing. Nein, es ist noch immer Face and Cleansing Bar. Also es ist noch immer für den Körper und fürs Gesicht. Aber sehr, ich mag das Packaging eigentlich recht gern. Das neue Packaging am Anfang. Ich habe das Packaging früher geliebt vom Body Shop. Aber ich mag das auch. Also ich mag das auch, ja. Dann haben wir die Nummer 22 und das ist eine Handcreme. Und zwar ein Strawberry. Ich liebe den Geruch Strawberry. Also ich bin ja auch, ich liebe generell Erdbeeren und definitiv super, super. Handcremen habe ich auch wieder jetzt, mich auch versorgt. Dann haben wir 23, etwas Schwereres. Bin jetzt gespannt. Das ist wieder eine Shower Cream in Avocado. Den Geruch habe ich noch nie... Doch, ich lüge. Ich habe das schon als Body Butter, aber noch nicht aufgebraucht. Das heißt, da werde ich euch noch informieren. Stay tuned. Und abonniert diesen tollen Kanal. Dann haben wir Nummer 24. Jetzt ist es Weihnachten, meine lieben Leute. Das ist jetzt das Final Ding. Und so wie es sich anhört, würde ich jetzt auf eine Body Butter tippen. Oder einen Scrub. Was bekommen wir? Wir bekommen die Body Butter in Almond Milk. So sieht die aus. Also, sehr, sehr, ich finde eigentlich recht gut. Bis jetzt bin ich zufrieden. Natürlich, meine Lieben, so wie ich es immer mache, wenn ein Wert angeschrieben wird, rechne ich das jetzt aus und wir gucken, auf welchen Wert ich komme. So, meine Lieben, ich habe gerechnet und ich bin sehr, sehr zufrieden. My usual things that I do. Ja.
Und zwar, ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt kommen wir natürlich zu meiner Meinung. Erstens, ich finde den Adventskalender sehr, sehr süß. Es sind natürlich hauptsächlich Mini-Größen drinnen. Also für euch als Info, das sind sehr, sehr viele Mini-Größen. Welchen würde ich euch mehr empfehlen? Den mittleren oder den kleinen? Schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Ich finde beide gut. I can't decide. Nee, weiß ich nicht. Ich würde euch alle empfehlen. Ich finde alle gut. Auf jeden Fall, die Rechnungen, das sind ungefähre Sachen. Die meisten Sachen sind natürlich auf der Website. Das heißt, da schreibe ich einfach nur die Preise runter und habe wirklich den exakten Preis. Gewisse Sachen gibt es so nicht auf der Website. Das heißt, da muss man so ungefähr ein bisschen raten und einfach Preise abgleichen. Das heißt, ich bin gekommen. Der Adventskalender kostet ja 59 Euro. Und sie schreiben, dass er einen Wert hat von 112 Euro. Und ich bin sogar auf 114 gekommen. Das heißt, ich sage ihnen sogar, ich würde noch 2 Euro draufgeben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Wert des Adventskalenders. Ich finde generell, ich liebe The Body Shop Adventskalender. Ich finde sie sehr, sehr gut. Auch hier habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ja, ich finde sie sehr, sehr schön. Ich finde das Packaging immer wunderschön. Also sie sind einfach wunderschön. Es sind wunderschöne Adventskalender. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Und das ist dieser hier ist auch keine Ausnahme. Und ich würde jetzt sagen, das war meine Meinung zum Adventskalender. Ich bin zufrieden. Ich bin noch gespannt, welche Adventskalender alle noch kommen. Welcher auf jeden Fall noch kommt, ist der Adventskalender von Rosenthal. Den habe ich bestellt. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Produkte von Rosenthal bestelle. Und da habe ich mir gleich entschieden, na, machen wir gleich den Adventskalender. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt. Man sieht ja auf Instagram auch die ganze Zeit die Werbung. Ich bin sehr, sehr einfach gespannt. Und ich würde jetzt sagen, ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!